Mesdames et Messieurs, bewundern Sie nun das Boudoir meines formidablen Hauses, welches ich zum Komfort der Damen Strohf, hatte ich erwähnt, dass ich dreimal in den heiligen Stand der Ehe trat, aufs Vornehmste ausstaffieren ließ mit einer Kölner Decke. Eine solche barocke Machart findet sich andernorts nur in den herrschaftlichen Häusern der kurkölnischen Zeit, so auch in den Häusern der hochgeachteten Kaufleute Kölns. In Bonn hat das Geburtshaus Beethovens eine Kölner Decke, ebenso wenige Häuser der Sternstraße. Sie werden nun einwenden zu fragen, aus welchem Stoffe eine solche Decke verfertigt sei. Nun, sie ist im Kern aus Holz. Die Tragbalken sind mit Gipsstuck verputzt und mit floralen Elementen dekoriert. Typischerweise sind die Kopfenden der Balken flächig miteinander verbunden. Ganz und gar inapproprié, völlig fehl ist das Parkett, welches ein Bewohner meines Hauses um 1990 hier eingebaut. Glücklicherweise hat es der Denkmal- und Geschichtsverein 2016 entfernen lassen und es schaut uns an der originale Boden aus soliden Fichtenbrettern, graublau gestrichen, wie überall im Hause. Ebenso graublau übrigens die Türen, allesamt aus meiner Zeit, bloß die Kastenschlösser sind neu. Das Boudoir war geschmackvoll ausstaffiert mit feinen Möbeln des Empire oder frühen Biedermeier, gefertigt aus weichem Holze, des Nuss- oder Kirschbaumes, ganz in der Art, wie Sie sie heute sehen können. An den Wänden sehen Sie das Bildnis eines Knaben, wiewohl er nicht aus meiner Familie stammt, so als Exempel. Obgleich meine drei Weiber 14 Kindern das Leben schenken, starben doch 7 schon im frühesten Alter. Weil das Verfertigen von Fotografieren erst ward nach meiner Zeit erfunden, behalf man sich aufs Akkurateste mit Schattenbildern, so von meiner Schwester Anna Gertrud, die einen gewissen Nahdorp heiratete und einen Sohn mit Namen Franz gebar. Schon mit kaum 18 verstand Franz sich Plüsecki ganz außergewöhnlich auf das Verfertigen von gemalten Bildern, so von sich selbst, und Sie werden bestätigen, dass mein Neffe ein Mann von wohlgestalltem Äußeren war. Franz strebte 1827 nach Rom, wo er sich der deutschen Künstlergemeinschaft anschloss, die von den Nazarenern geprägt war. Im Sommer 1862 kam mein Neffe Franz auf seiner Reise durch Deutschland nach Holland, auch nach Vielich, um noch einmal die Städte seiner Kindheit zu erblicken und um zahlreiche Skizzen vom Dorfe und vom Grabe seiner Mutter anzufertigen.